Das wird schon, ja. Ich bin echt mega aufgeregt und nervös von dem Gespräch mit der Direx jetzt. Ja, ich habe mich auf dem Schulhof im Ton vergriffen, aber ich hoffe, ich kann der Direx jetzt einfach meine Lage schildern und damit sie versteht, warum ich so gehandelt habe. Hoffentlich. Ansonsten bin ich echt geliefert. Wir drücken alles, was wir drücken können. Wirklich. Wir drücken. Ja. 100 Pro hat Katja Jessie provoziert. Sonst wäre Jessie sie niemals so angegangen. Und alles, was Jessie sagt über Katja und dieses Notizbuch, das wird mit Sicherheit auch stimmen. Wie soll man das jetzt noch nachweisen, wo dieses beschissene Buch weg ist? Das ist einfach nur zum Verzweifeln. Frau Holmes? Kommen Sie rein. Setzen Sie sich, Frau Köhler. Frau Köhler, das, was ich da gerade auf dem Schulhof mitbekommen habe, das hat mich wirklich fassungslos gemacht. Sie sind komplett aus der Rolle gefallen. Und sie völlig verbal entgleist, auch was gegenüber Frau Müller. Frau Holmes, wenn Sie gewusst hätten oder gesehen hätten, was Katja alles zu mir gesagt hat vorab und diese ganzen Rachepläne, die in diesem Notizbuch drin standen, das ist wirklich nicht mehr normal. Frau Köhler, ich habe Ihnen gerade eben auch gesagt, dass ich hier an der Schule in meiner Position vor allen Dingen eins machen muss, nämlich Entscheidungen fällen. Und ich habe die Entscheidung, wer von Ihnen beiden jetzt diese Referendariatsstelle bekommt. Ja, die habe ich vorgezogen. Und das hat wirklich nichts, aber auch wirklich gar nichts mit Ihrer Person zu tun. Ich mag Sie. Ich weiß, dass die Schüler Sie lieben. Ich weiß, dass Sie einen richtig guten Job machen. Ihre Probestunde war top. Und doch, da habe ich mich für Frau Müller entschieden. Also muss ich gehen. Wir müssen hier an der Stelle wirklich jetzt die Reißleine ziehen und es ist wirklich nichts Persönliches. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Ich wollte unbedingt dieses Notizbuch finden und Katja ans Messer liefern. Und was hat sie gemacht? Sie hat mich ans Messer geliefert. Ich bin einfach in ihre Falle reingetrappt und jetzt ist alles aus. Und, Jessie? Und? Sag! Wurdest du entlassen? Was? Oh, Jessie! Nein, das kann nicht sein. Es tut mir wirklich leid für Frau Köhler und ich schätze sie total als Mensch und ich glaube, dass sie wirklich eine gute Lehrerin wird. Aber eben nicht an dieser Schule, weil sie muss erst mal zur Ruhe kommen und das müssen wir hier auch und deswegen. Und nur deswegen habe ich es so entschieden. Ja. Ja, alles klar, machen wir so. Ja. Bis später machen wir so. Ja. Sorry, ich bin ein bisschen durch den Wind heute. Alles gut. Hey Vince, hör mal zu. Auch wenn ich vorhin im Unterricht nicht mit dabei gewesen bin und nicht weiß, was genau passiert ist, es ist kein Weltuntergang, okay? Kein Weltuntergang, Mann, das ist total beschissen. Ey, wahrscheinlich weiß die ganze Schule schon Bescheid, Mann, das ist ultra peinlich. Ach was, morgen sieht die Welt bestimmt schon wieder ganz anders aus. Was hältst du denn davon, wenn du vielleicht einfach mal mit deiner Herzensdame darüber sprichst? Sie ist nicht meine Herzensdame. Wirklich? Oder kann das sein, dass du dir vielleicht gerade einfach nur was vormachst? Auch auf die Gefahr hin, dass du das vielleicht jetzt für eine alte Leier hältst, aber sich aussprechen hilft manchmal wirklich. Nicht nur dir, sondern auch ihr. Ja, ich denk drüber nach, ja. Und wenn doch noch was sein sollte, kannst du natürlich mit mir auch mal sprechen, ja? Na, du? Hey. Geht's dir gut? Du, die Sache mit Bella vorhin im Matheunterricht war gar nicht cool. Ich meine, stell dir mal vor, der Färber hätte irgendwie deinen Vater angerufen. Ja. Ich glaube, es würde nicht so gut für dich aussehen. Nein, das wäre ziemlich beschissen. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich meine, ich merk's ja, zwischen euch läuft es irgendwie gar nicht gut, ne? Mann, guck mal, das Ding ist, ich schaue schon, dass ich irgendwie keinen Kontakt mehr mit ihr habe. Aber wann merkt sie endlich, dass ich nicht der Richtige für sie bin? Mann, es ist wie ein Pflaster. Du musst es abziehen, es tut zwar weh, aber dann kommt man drüber hinweg. Verstehst du? Nee, check ich nicht. Wenn du dich an einem anderen Mädchen ranmachst, zum Beispiel, dann bist du es nicht mehr wert, dass sie dir noch hinterhergeht. Verstehst du? Ich weiß nicht. Komm schon, was sagst du? Ey, Mann, Kim, so bin ich nicht drauf. Ich kann das nicht bringen, okay? Machen wir's so. Ich lade dich zu einem Drink ein, du kriegst ein bisschen deinen Kopf frei.
und wir verbringen einfach eine kurze, schöne Zeit zusammen. Mann, mein Vater schlägt mir den Kopf ein, wenn er mich in irgendeiner Bar sieht. Ist dir das bewusst? Mann, die letzten 2 Stunden haben wir frei. Der wird schon nichts merken. Ich meine, ich sag's nur für dich. Okay, ganz kurz. Ja. Gehen wir? Ey, Jungs, mega Aktion. Da muss ich einfach sagen, mega Aktion. Also richtig geil. Ja, Tim. Komm mal, gib mal jetzt her. Hämmer ich mir die ganzen Lösungen schon mal in meinen Kopf. Alter, das sind überhaupt keine Lösungen. Was? Das sind keine Lösungen. Das ist ein Handout von der Brandschutzverordnung der EFG. Willst du mich komplett verarschen? Alter, da drauf steht Lösungen für Klausuren. Tobias, was soll der Scheiß, Mann? Wenn da drauf steht Lösungen für Klausuren, dann sind auch Lösungen für Klausuren drin, was er nicht anderes denken soll, ne? Wusa, so mein Freund, jetzt pass mal auf. Diese Zeit, die wir hier vergeudet haben, ja, die hätte ich auch nutzen können, um den ganzen Stoff in meine Birne reinzukriegen. Verstehst du, ich meine? Was mache ich, wenn ich von der Schule fliege? Was mache ich dann, wenn ich von der Schule fliege? Was soll eine Scheiße machen? Ja, kannst du doch selber mal fassen, Entschuldigung, Herr Bauer, aber das hier ist die lehrerfreie Zone. Hier haben Sie überhaupt gar nichts zu suchen. Genau. Nee. Ich weiß, eigentlich. Und eigentlich wollte ich auch nur mal schauen, ob hier schon irgendwo die neue Brandschutzverordnung hängt. Mother. Jungs, ich weiß, dass ihr drei im Lehrerzimmer wart. Ich weiß auch, dass ihr den Lösungsbogen für die mündliche morgen klauen wolltet, okay? Ich habe euch nämlich belauscht. Und deswegen habe ich den Lösungsbogen ausgetauscht. Ich war euch die ganze Zeit einen Schritt voraus, okay? Sorry. Ich weiß, dass diese Prüfung morgen für euch wirklich alle extrem wichtig ist. Und eigentlich müsste ich diesen Vorfall der Direktorin melden. Nein, bitte nicht. Nein. Bitte nicht der. Ich bin aber bereit, euch eine zweite Chance zu geben und euch nicht zu verpetzen. Wenn ihr schwört, dass ihr so etwas hier nie wieder tun werdet. Ey, wir schwören. Indianer Ehrenwort, wirklich. Ja. Ich habe ja noch rechtzeitig mitbekommen, was die drei vorhatten und konnte dementsprechend noch handeln. Also hatten sie eigentlich gar keine Chance, die Lösung wirklich zu klauen. Ja, und außerdem glaube ich, dass der Schreck bei denen wirklich immer noch ziemlich tief sitzt und dass denen das wirklich eine Lehre gewesen ist. Also, so etwas wie hier möchte ich nie wieder sehen. Und bereitet euch alle bitte gut vor. Machen wir. Danke, danke, danke. Oh, Dad, jetzt überleg ich mal, ich hätte die Brandschutzverordnung mir reingehämmert. Ja, hey. Eine heiße Sache geworden, ne? Wir hatten echt Glück gerade, ne? Ja, und so wird nach dieser Szene der Präsident, der als trennender Dolch von Luise vorausgesagt worden ist, erstmals von der unangemessenen Beziehung durch seinen Sekretär Wurm erfahren und wird im Verlauf des Dramas zu einem unüberwindbaren Hindernis werden. Ende. Das hast du wirklich super gemacht. Also man merkt, dass du dich da wirklich mit befasst hast. Du hast dir richtig viel Mühe gegeben. Schön, vielen lieben Dank, ja? Danke. Bild dir nichts drauf ein, Rosa. Bild du dir nichts auf deinen blöden Gesichtsausdruck ein, okay? Oh, böse. Gut, das war's dann auch für heute mit der Unterricht. Denkt bitte dran, dass morgen geht's ja los, ja, mit der mündlichen Prüfung. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall ganz, ganz viel Glück. Rosa, du siehst total blass aus. Du bist total blass und geschwitzt. Alles gut, wirklich. Ja, alles Beste. Rosa, sicher, dass du nicht zum Arzt möchtest? Du siehst gar nicht gut aus. Alles gut, ja? Kannst du jetzt bitte jemand anders zum Bemuttern suchen? Jessie, du kannst doch nicht einfach gehen. Wo willst du überhaupt hin? Ich will jetzt erstmal zu meiner Mutter. Jessie, ich hätte gerne, dass du dir das Ganze nochmal gründlich überlegst. Dietrich, es ist vorbei. Katja hat gewonnen und wir müssen uns einfach damit abfinden. Komm mal her. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch. Du wirst mir fehlen. Und danke für alles. Dass du immer meine beste Freundin warst, beziehungsweise auch bist. Und dass wir immer über alles reden konnten. Hey, jetzt wird auch so bleiben. Wir telefonieren, okay? Und du kommst mich besuchen, okay? Natürlich. Okay.
Jessie, jetzt komm mal her. Ich muss jetzt erstmal über alles nachdenken. Über das, was in der Schule passiert ist. Aber auch über uns beide. Was meinst du mit über uns nachdenken?